Jo Leute, damit willkommen hier zu einem neuen kurzen Video und in dem Video soll es mal um eine neue epische Aufgabe aus der Woche 9 gehen und diese heißt hier, bringe eine Alienprobe von der Schüssel einer Satellitenstation zu einem Eingang von Corny Complex. Auf jeden Fall eine komplizierte Aufgabe, ich zeige euch jetzt aber mal, wie ihr die am besten lösen könnt. Ihr könnt euch eigentlich hier bei irgendeiner Satellitenstation aussuchen. Ich kann aber empfehlen, diese hier zu nehmen, weil die direkt am nächsten bei Corny Complex ist. Ihr könnt aber auch zu dieser hier oben gehen. Ich zeige euch jetzt aber mal, wie das Ganze bei dieser hier geht. Und ich lande auch direkt mal bei der Satellitenstation hier. Und wir müssen dann hier zu der Satellitenschüssel gehen. Und da gibt es dann ganz genau hier an der Stelle wieder so einen Koffer. Und hier müssen wir interagieren. Das kennen wir auch schon von einer legendären Aufgabe. Hier wieder einfach interagieren. Und dann müssen wir damit nach Corny Complex. Und ich kann empfehlen, geht direkt auf diese Sprungfläche hier. Einfach nebenan, da ist so eine Sprungfläche und damit kommen wir dann easy nach Corny Complex. So, einmal hier drauf und dann fliegen wir nach Corny Complex rüber. Und bei Corny Complex gehen wir dann direkt mal dort hinten hin. Da gibt es nämlich einen Eingang zu Corny Complex beziehungsweise halt unten zu diesem Untergang. Und da müssen wir einfach mal hingehen und da können wir dann die Probe auch schon abgeben. Also am besten direkt hier hinfliegen zu der großen Scheune. Und dann gibt es ganz genau hier an dieser Stelle einen weiteren Koffer, wo wir interagieren müssen, um das Ganze dann abzugeben. Hier geben wir dann so gesehen diese Alien-Probe ab und dann sind wir damit auch schon fertig. Ist wie gesagt der leichteste Weg, das so zu machen. Landet also am besten hier bei der Satellitenstation, geht zu dieser Satellitenschüssel hin, holt euch da die Probe, fliegt dann kurz mit der Sprungfläche hier hin und dann gebt ihr die hier ab und dann seid ihr damit fertig. Ihr könnt das Ganze aber auch bei anderen Satellitenstationen machen, aber ihr seht schon, die sind hier auf jeden Fall alle ein Stück weiter weg und deswegen kann ich empfehlen, macht es am besten direkt hier bei der Satellitenstation und dann seid ihr damit easy fertig und das war es auch schon zum Video.